Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe die schöne Aufgabe, Sie zu begrüßen. Mein Name ist Gesine Schwan und ich begrüße alle die, die an dem Fachtag heute gemeinsam zuständig teilnehmen. Das ist eine sehr wichtige Veranstaltung, glaube ich, weil das Thema etwas ist, was oft öffentlich, man möchte sagen, beschwiegen wird, nicht verschwiegen. Es wird so getan, als gäbe es das Thema nicht. Eine Art Tabuisierung. Es geht darum, wie man Kindern von psychisch kranken Eltern helfen kann, wie man auch vorbeugen kann, dass sie nicht ihrerseits krank werden, wie man den Eltern helfen kann, dass sie nicht im Unverständnis der Umgebung noch schlimmere Erfahrungen machen, als sie sowieso schon machen müssen. Und ich möchte beginnen mit meiner persönlichen Erfahrung. Ich war schon Anfang, Mitte 20, als meine Mutter plötzlich, die immer eine sehr heitere Person war, nicht aus dem Bett aufstehen wollte. Das habe ich nicht verstanden, bin aus einem Urlaub zurückgekommen, man hatte mir das erzählt von meinem Vater, meinem Bruder her. Und in der Tat, sie war absolut nicht beweglich sozusagen. Das dauerte eine Weile, wir versuchten uns kundig zu machen und plötzlich wurde sie sehr lebendig. Und wurde so lebendig, dass es schon wieder fast unerträglich war. Das heißt, sie wurde unglaublich aggressiv, unglaublich temperamentvoll war sie immer gewesen, aber eben aggressiv und völlig über alle anderen hinweggehend. Und das verstand ich natürlich wieder nicht. Und erst allmählich, das Ganze spielte sich ab in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, kam ich dahinter, dass das eine psychische Erkrankung meiner Mutter war. Heute spricht man davon ganz selbstverständlich. Im Englischen sagt man bipolar, im Deutschen manisch-depressiv. In der Tat, meine Mutter war manisch-depressiv und zwar in der Folge einer ziemlich harten Krebsoperation. Alles das musste ich lernen. Wir haben es alle zunächst nicht verstanden und dachten, als einmal so eine Periode vorbei war, dass es dann auch ausgestanden war, aber keineswegs. Es ging wieder los. Und wurde sehr heftig und im Grunde hat meine Mutter diese Krankheit in den letzten 30 Jahren ihres Lebens nie überwunden, sondern hat sich damit auch physisch ruiniert. Sie war eine sehr starke, eine sehr initiativereiche Frau. Sie ist in den Phasen der Manie, das war immer ein halbes Jahr, verreist durch die Welt und irgendwann kriegten wir einen Anruf, dass wir sie auslösen mussten, weil sie kein Geld mehr hatte. Also es war heftig und zunächst von mir aus gar nicht verstanden. Ich habe dann im Laufe meines Lebens mich sehr viel mehr damit befasst, das ist ja klar. Und es liegt mir sehr daran, deutlich zu machen, dass psychische Erkrankungen viel, viel häufiger sind, als wir gemeinhin annehmen und dass sie auch überhaupt nichts Ehrenrühriges haben. Deswegen habe ich auch selbst davon gesprochen, freiwillig und von mir aus, dass ich nach dem Tod meines ersten Mannes eine Psychoanalyse gemacht habe, weil dieser Tod Auslöser für eine erhebliche Depression auch meinerseits war. Ich hatte nicht zur Depressivität geneigt, aber nach den Erfahrungen mit meiner Mutter habe ich gedacht, das will ich doch mal selbst prüfen lassen. Das hat 5, 6 Jahre gedauert, hat mir ungemein geholfen, weil ich auch einen sehr, sehr guten Psychoanalyst hatte. Und seitdem versuche ich, zumal ich ja in der Öffentlichkeit eher als starke Frau gelte, das auch deutlich zu machen, dass das überhaupt nichts ist, was einen ein Leben lang sozusagen negativ begleiten muss oder dass es da keine Hilfe gäbe. Es gibt Hilfe, man kann sie sich holen und es hat überhaupt nichts Negatives an sich. Es ist also kein Stigma. Gemein ist es so, dass Frauen erstens solche psychischen Erkrankungen besonders häufig haben, aber auch eher darüber reden. Für Männer ist es nochmal eine besondere Kränkung häufig anzuerkennen, dass sie nicht ganz Herr in ihrem Hause sind und dass sie nicht sich so unter Kontrolle haben, wie das so ein bestimmtes Männlichkeitsideal von ihnen verlangt. Also das sind meine persönlichen Erfahrungen und der Grundtenor dabei ist, und das ist ganz wichtig geworden für mich auch für die weitere Zeit, ich habe auch mal ein Buch über Politik und Schuld geschrieben und der Untertitel heißt Die zerstörerische Macht des Schweigens. Meine Grundlektion war also, man muss darüber sprechen, nicht exhibitionistisch, man muss nicht überall damit rumrennen, aber man muss darüber sprechen und man muss das zur Sprache bringen. Und das gilt natürlich nicht nur für psychisch kranke Erwachsene, sondern erst recht für Kinder. Denn Kinder sind besonders hilflos, Kinder sind besonders verletzlich und Kinder sind auch ganz besonders in Gefahr, die auch bei Erwachsenen besteht, dass sie glauben, alles, was nicht stimmt, liegt nur an ihnen.
Das ist aber nicht der Fall. Es ist nicht so, dass wenn man mit irgendwas nicht zurechtkommt, man damit ganz alleine ist, sondern es gibt ganz viele, die dieses Problem haben. Und das hat schon etwas Erleichterndes, wenn man das begreift, dass man nicht alleine steht, dass man nicht verrückt ist oder sonst was, sondern dass hier ein Problem vorliegt, das auch andere Menschen haben und dass, wenn man es zu Ende denkt, im Grunde ein Problem der Endlichkeit unserer Natur ist. Wir sind nun mal immer wieder anfällig, wir sind auch schwach, können nicht alles so regeln, wie wir uns das vorstellen. Der Versuch, alles unter Kontrolle zu halten, den man manchmal als auch schon wieder pathologisch bezeichnet, so ein Kontrollfreak zu sein, dieser Versuch liegt nahe, weil man sich nicht überwältigen lassen will von der Umgebung, aber er ist nicht zu realisieren, also das ist ein falscher Wunsch. Und wenn Sie sich jetzt auf diesem Fachtag beschäftigen wollen damit, wie man sowohl theoretisch und ärztlich und psychologisch diese Sache angehen kann, als auch dann politisch, praktisch, organisatorisch, dann finde ich, dass Sie sich ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema vorgenommen haben. Das erste ist eben die Enttabuisierung, aber das zweite ist dann auch in der Öffentlichkeit und auch bei den Fachleuten, die damit zu tun haben, deutlich zu machen, dass man das nur praktisch und hilfreich angehen kann, wenn man zusammenarbeitet mit den verschiedenen kompetenten Personen, mit den verschiedenen Institutionen und Organisationen, die es da gibt. Das ist im Übrigen eine Regel, die gilt nicht nur für psychisch Kranke, sondern die gilt überall. Es ist ein Mangel unserer Zeit, dass viele nicht zusammenarbeiten und miteinander sich verständigen können, auch nicht gut hinhören können und deswegen auch so vieles schief geht. Also ein ganz wichtiger Impetus, nochmal hat noch nichts mit psychischer Krankheit zu tun, ist, sich zusammenzusetzen, miteinander das Problem zu behandeln und dann auch gegenseitig sich zu helfen. Denn das, was viele gar nicht kennen, wenn sie es nicht ausprobiert haben, ist, dass diese Kooperation auch etwas sehr Befriedigendes hat. Man lernt nicht nur dabei, sondern man hat auch das Gefühl, dass man was geschafft hat, dass man zusammen etwas weitergebracht hat und dass man auch durch die Verständigung einander im Grunde etwas Gutes tun kann. Das klingt vielleicht jetzt sehr naiv, aber ich bin alt genug, um solche Naivitäten auszusprechen. Also das ist etwas, was notwendig ist und dann ganz konkret geht es eben darum, dass die Psychiatrie in den Krankenhäusern, aber auch die Psychoanalyse, das sind ja verschiedene Zugänge und da gibt es ja nochmal Unterschulen, da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Manchmal ist da auch eine Borniertheit, dass man denkt, nur die eigene Schule ist das Richtige? Das glaube ich nicht. Aber jedenfalls, dass die Psychiatrie, die medizinische Psychiatrie, aber auch, und zwar sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche, aber auch die Schulen und Jugendhilfen und so weiter, prinzipiell das Problem kennen und dann auch verstehen, dass sie dafür zusammenarbeiten müssen. Ich bin eine Großmutter von 11 Enkeln, wobei ich zugestehen muss, dass davon von 10 Enkeln. Wir sind gerade keine Fußballmannschaft. Und ich muss zugestehen, dass wir, dass 8 davon angeheiratet sind. Aber trotzdem, ich bin ja in Kontakt mit ihnen und ich sehe, wie delikat, wie heikel kleine Menschen sind, wie sehr sie denken, dass sie es alle nicht können und alle anderen können es. Und das heißt, die positive Pädagogik generell, das positive Zugehen, das Erkennen von Potenzialen und Nichtdauern von Defiziten, das alles ist eine wichtige Sache der Pädagogik im Allgemeinen, aber erst recht für Kinder, die zu Hause ganz schwierige Situationen bewältigen müssen, von denen gerade bei psychisch kranken Eltern das, was wir im Fachjargon Parentisierung nennen, eine große Rolle spielt, weil Kinder automatisch den Instinkt haben, ihre Eltern schützen zu wollen, so wie eben Eltern, Parents, Parents ihre Kinder schützen wollen. Aber das überfordert sie. Sie tun es trotzdem, weil sie sich auch ihre Vertrauensperson erhalten wollen, weil sie nicht wollen, dass die Beziehungen zerbrechen. Und da gibt es ganz furchtbare Überforderungen zu Hause, die sich manchmal in der Schule oder in anderen Kontexten als Aggressivität kompensieren gleichsam. Das in anderen Stellen sind dann die Kinder, die zu Hause Übermenschliches leisten, plötzlich unerträglich. Und wenn das nicht verstanden wird, wie dieser Zusammenhang ist, dann entstehen Vorurteile sowohl unter den Mitschülerinnen und Mitschülern als auch unter den Lehrern. Und das muss man vermeiden. Also diese Zusammenarbeit ist wichtig, das Verstehen, den systemischen Zusammenhang zu verstehen zwischen dem familiären und dem anderen Umfeld und das natürlich
natürlich letztlich auch wieder mit dem gesellschaftlichen Umfeld, denn psychische Erkrankungen sind nicht zu denken ohne den gesellschaftlichen Kontext, in dem sie geschehen, in dem sie ablaufen, in dem auf sie reagiert wird. Und je intoleranter, je aggressiver, wie potenziell feindseliger eine Gesellschaft ist, desto schwerer wird es für psychisch Kranke, die sehr verletzlich sind und sich sehr schwach fühlen und sich eigentlich als Ausgestoßene fühlen, einen guten Tritt zu finden und wieder sich voranzubringen. Also das alles sind aus meinen Erfahrungen und meinen Erwägungen sicher Themen, die Sie dann als Spezialisten behandeln werden. Ich möchte Sie noch mal sehr herzlich ermutigen, das zu tun und Ihnen auch dafür danken, dass Sie diese Initiative ergriffen haben. Und ich glaube wirklich, dass das voranzubringen ein großer Schritt vorwärts ist, um Leid zu ersparen von Kindern und Eltern und auch um positive Erfolge zu erzielen, damit diese Kinder plötzlich merken, es kann doch auch wieder heller werden und sie können etwas schaffen. Ich wünsche Ihnen für den ganzen Tag viel Glück und vor allen Dingen auch viel Interesse, denn es muss ja auch interessant sein und irgendwie Spaß machen. Alles Gute.